Bisschen gewürgt hat er. Nee, Hahn. Konkurrent. An der Seite ran, guck mal. Dann entspannen und bitte schlafen jetzt. Wenn 800 Watt draufsteht, dann mal so in 3 Sekunden. 1, 2 und 3. Ja. Da habe ich nicht zum Lieber. Sehr gut. 1, 2, 3. Da haben wir gerade zum Lieber. Wie spät ist das? Es ist 10 nach 3. Nehmen Sie die Uhr mal, gucken Sie mal. 10 nach 3 ist es. Jetzt geht das los. Bis um 6. Hm. Müssen wir aufstehen. 1, 2, 3. Oh, da ist was, es geht los. Hier, 10 nach 3. Und 1, 2, 3. Ach, das geht schon wieder. Ja. Ich muss mal gucken, wie spät es ist. Ja. Eine Katastrophe. Man kann keinen Tag mehr ausschlafen. 10 nach 3, ich war verrückt. Bitte. Und jetzt bitte wegnehmen. Das ist kurz noch 3. Und hinstellen. Und hinstellen. Und dann wieder hinlegen. Verbleiben. Vielleicht nochmal wälzen nach rechts und wieder zurück. Eins, zwei und drei. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt gehen Sie wieder zurück und versuchen ein bisschen zu schlafen wieder. Drehen den Kopf zur anderen Seite. Andere Seite. Sie den einfach wegnehmen. Bitte jetzt wegnehmen. Ja, danke schön. Und 1, 2, 3. Heimbesitzer. Und erstmal die Frau und bitte. Und wegnehmen und aufziehen, bitte. Der Hahn fängt manchmal um 2 Uhr an, manchmal um 3, manchmal um 4. Aber wenn der dann kräht, kräht er ununterbrochen. Also immer in Abständen, da ist immer eine kleine Pause.
Und dann fängt er wieder an und macht so schön hin. Wir haben es ja sogar schon mal aufgeschrieben, da sind wir munter geblieben. Und haben das aufgeschrieben, jedes Mal, wann der Hahn kräht. Da sind 70, 80 Mal rausgekommen. Das ist unnormal, ist das. Und da können sie nicht wieder einschlafen. Das geht nicht. Ich meine, ich habe nichts gegen den Hahn. Das ist ein schönes Tier. Aber da müsste nachts eingesperrt werden. Ich bin der Meinung, dass der Besitzer, das ist ein intelligenter Mann. Da müsste doch so viel aufbringen und müsste sagen, ich sperre die Hühner abends ein, wie sie das normalerweise in einem Wohngebiet gehört. Also. Ich rede nicht mehr mit ihm. Der hat Sachen zu mir gesagt, die kann man gar nicht erzählen. Es ist ein Unding. Ja, es ist so. Wir sind die letztens hier lang gelaufen, da hat die gesagt, ihr lacht nicht mehr lange. Das war, was sie gesagt hat. Da kam er aus seinem Garten raus und ich bin mit dem Auto reingefahren, dann sind wir raus, da sind wir uns da vorne so begegnet. Und da hat er gesagt, ihr lacht nicht mehr lange. Ich weiß nicht, was er damit meint, das weiß ich nicht. Und da hat der Kräftchenschrei, der Hahn, der ist ja groß. Und lange. Und lange, der zieht sich richtig hin. Und noch dazu, wo sie direkt so hier bei uns am Fenster ist, da sitzt sie auf dem Baum am Fenster. Wenn er den einsperrt, wäre die Sache erledigt, wäre nicht mehr so ein lautes Geschrei da. Okay, da wäre die Sache erledigt. Seit ungefähr anderthalb Jahren geht das wirklich jede Nacht. Und ich kann sehr, sehr wenig schlafen, krankheitsbedingt. Und wenn das dann losgeht, also am liebsten würde ich irgendwo in eine Ecke kriechen, dass ich gar nicht störe. Da ist für mich die Nacht zu Ende. Ja, wenn ich ihn kriegen würde, würde ich schon mal versuchen, einen Hals umzudrehen vom Hahn. Dann wäre es vielleicht Schluss. Aber es ist ja auch nicht, ist ja nicht menschlich, wenn man das macht. Ich sage, wenn ich eine halbe Nacht nicht schlafen kann, dann muss schon Ordnung geschaffen werden. Ich fühle mich allein gelassen, wenn man von niemandem Unterstützung kriegt. Und da ist man manchmal richtig unzufrieden mit einem. Man müsste wenigstens ein bisschen was essen. Ist langsam, du weißt. Keinen Appetit. Wolltest du ein bisschen Käse essen? Käse ist das Ei. Schön aufmachen. Die sind aber gekauft. Das ist der Vater, ne? Das ist dein Vater. Ja. Bist du also auch? Nein. Ich bin auch. Lass ich mir auch nicht. Ich hab ja ganz recht. Ich bin auch todmüde. Augen reiben vielleicht mal. Das ist am besten. Man ist noch. Man muss wieder hinlegen. Ja. Das ist furchtbar. Knackst du mal. Ich bin auch nicht so ein Fleischesser, gell? Wurst und das alles hin tun, aber wenn du was möchtest, tue ich dir was. Soll ich dir Wurst holen? Ja. Ich brauche was Kaltes, dass ich richtig munter werde. Gell? Und jetzt bitte. Und noch.